Willkommen zu Voxel Tycoon. Das Spiel ist gerade frisch auf Steam rausgekommen und wir wollen mal eine Runde spielen. Blind. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, ob es soweit läuft. Das Spiel an sich soll wie Transport Fever, OpenTD oder Transport Tycoon, bisschen Factorio. Wir schauen mal eine Runde rein. Und testen das mal. Willkommen in der Region Königs Wusterhausen. Diese Stadt hätte gerne Eisenerz und Kohle anscheinend. Wir hätten hier daneben gleich Eisenerz. Diese Stadt möchte gerne Holz. Das hätten wir hier und hier wäre die Kohle. Okay. Ja, dann fangen wir mal mit dem Eisenerz an, denke ich. Indem wir eine Fabrik bauen. Schön. Hier hin. Ein Terminal direkt davor. Wir machen es schön. Das nehmen wir weg. Und dann müssen wir den ganzen Spaß auch in die Stadt bringen. Wie können wir Objekte drehen? Können Sie auch hier hinbauen. So. Dann noch eine Straße. Weil die können da wenden. Das Fahrzeugdepot. Hier hin. Und wir kaufen uns Fahrzeuge, welche Eisenerz transportieren können. Die Musik mal ein bisschen leiser. So. Dieser hier. Fahren von hier. Laden. Voll. Ach, da. Entladen. Wir wollen voll laden. Denke ich. Und dann brauchen wir. Okay. Vier Fahrzeuge davon, denke ich. Auf geht's. Schauen wir den Fahrzeug mal beim Fahren zu. Es bläht.
Sehr schön. Okay, wir können also nur innerhalb dieser Region bauen. Wie kommen wir dann zu den anderen? Ah, da müssen wir Geld bezahlen. Überall ähnlich viel. Knappe Millionen. Okay. So, fahren die jetzt dahin? Wir haben unseren ersten Deal erhalten. Perfekt. Nachfrage an 130 und im Lager haben wir jetzt 10. Wir sind schrecklich. Naja, da arbeiten wir ja dran. Ich denke, die 4 Fahrzeuge sollten reichen. Und wir schauen mal, wo das Kohle war. Das war hier. Wird man hier auch gleich noch eine Industrie bauen? Kohlemine. Ein Terminal. Und eine Straße. So. Dann bräuchten wir hier hinten noch ein Terminal. Das setzen wir da ein. Kaufen Fahrzeuge. Das müssten dieselben sein. Fügen wieder die Haltestelle hinzu. Von hier hinten laden. Voll. Nach. Halt. Haltestelle hinzufügen. Nach hier. Entladen. Okay. Da werden wir mal 6 Fahrzeuge starten. Tut. Die Strecke ist ja doch ein bisschen weiter. Und dann müsste Königs Wusterhausen eine gute Statistik haben. Unsere Flotte. Hier verdienen wir Geld. Okay. Forschung. Ah, hier kann man auch forschen. Technologie bauen. Kostet Geld, Förderband, Verbinder, Filter, Eisenverhütung. Okay. Oh, das sieht sehr umfangreich aus. Schön. Aber noch sind wir nicht bei der Forschung. Wir sind bei den Grundlagen. Das funktioniert soweit auch. Die Fahrzeuge beladen sich. Wir sind schon auf schlecht runter. Ihr wollt Holz. Was hätten wir da? Ihr wollt Kohle und Eisen. Das wäre eigentlich eine gute Anbindung. Das machen wir auch. Straße. Hier so schön am See vorbei. Und schön rein in die Stadt. Terminals bauen.
R drehen. Ah, okay. Ja, lesen kann es klar im Vorteil, da unten steht's. Aber ich fand es so sogar recht passend. Und gleich noch eins hierhin. Passt du hierhin? Ja, sieht gut aus. Kaufen. Wieder diese Fahrzeuge. Wir fügen eine Route hinzu. Von hier. Laden. Voll. Und fahren hierhin. Entladen. Perfekt. Perfekt. Drei. Drei. Gilt alle. Dann erstmal alle los. Schauen wir mal ins Geld. Kann uns noch ein bisschen was leihen, sehe ich. Okay, mehr ist nicht. Dann bauen wir noch die letzte Linie. Und zwar von hier, laden, voll und fahren dann hierhin, entladen. Genau. Und noch ein für diese Route hier. Laden. Voll. Und nach da hinten entladen. Jetzt ist das Geld alle. Wir haben vier Routen, die hoffentlich funktionieren. Wie sieht's aus? Gut gefüllt. Halbwegs gefüllt. Eine Wendeschleife, denke ich mal. Das Ganze auch auf der anderen Seite. Da brauchen wir noch etwas Geld. Wir haben wieder einen neuen Deal. Perfekt. Warten wir, bis wir das Geld haben. Kommt zumindest was rein. Sind wir optimistisch, dass wir nicht pleite gehen. So. Perfekt. Auch hier sind die ersten Waren angekommen.
In der nächsten Folge versuchen wir dann den ersten Personenverkehr zwischen den zwei Städten mit Bussen einzurichten und gucken mal, inwiefern das Geld bringt. Bis dahin, tschüss.